los! Abbruch! Abbruch! Ich habe keine freie Schusslinie. Okay, ich kümmere mich darum. Warte einfach auf das Signal. Ich habe alles verstanden und werde genau das tun, was du von mir erwartest. Na, ob das mal stimmt. So, passt. Das trifft sich gut. Ich habe die Sicherung gefunden. Gut gemacht, Kugo. Ha! Jetzt steht wieder alles. Und? Habt ihr euch entschieden? Wem soll ich das Gehirn löschen? Willkommen bei Deponia. Wem soll ich das Gehirn löschen, ist die Einstiegsfrage und das ist gleich eine gewichtige. Ihm, mir, wir brauchen mehr Bedenkzeit. Wir brauchen mehr Bedenkzeit. So eine Entscheidung trifft man ja nicht jeden Tag. Man muss alle Pro und Contra abwägen. Habt ihr vielleicht so einen Flipchart, wo man was draufmalen kann? Schluss mit diesem Fufnox. Ich nehme einfach, dich. Was? Wieso mich? Weil du hier offenbar der Klassenschmogo bist. Versuch nicht dagegen anzukämpfen. Das macht die Schmerzen erträglicher. Wir starten, sobald der Shinshuma-Klux aufgeladen ist. Und wann passiert das? Der schubst dich nur rum, Kuh. Du kannst Kuh. Ach, Kinder. Kinder können so grausam sein, das wissen wir ja schon. Naja, dann. Schon wieder. Ist das jetzt ein Signal? Das ist doch das Signal. Ich hole uns hier raus. Hast du einen Plan? Nein, lass mich raten. Du arbeitest daran. Eigentlich wollte ich ihn diesmal einfach über mich kommen lassen. Warum soll ich immer die ganze Arbeit machen? Schon wieder. Ich glaube, das können wir den ganzen Tag machen. Jetzt! Was soll das darstellen? Einen epileptischen Anfall? Hörst du nicht? Jetzt! Glaub nicht, dass deine eingeschränkten Pantomimenkünste irgendwas ändern. Verdammt nochmal, Tuck! Das war das Signal! Was denn für ein Signal? Wenn ich so mache, bedeutet das jetzt! Du Holax, da ist ja noch einer! Jetzt was? Egal jetzt. Um den kümmern wir uns gleich. Es heißt, jetzt werfen! Jetzt! Und Energie! Wirf schon, wirf! Zu spät! Boah! Nein! Tja, den Rest der Geschichte kennt ihr ja. Ohne die Erinnerungen an seine Abenteuer jenseits der Zeit ließ Rufus nichts unversucht, um nach Elysium zu gelangen. So lernte er schließlich auch mich kennen. Er befreite mich aus den Klauen des Organon, versuchte mich nach Elysium zurückzubringen und rettete schließlich mit mir zusammen Deponia vor der sicheren Zerstörung. Am Ende jedoch ließ er los. Und fiel. Bis plötzlich. Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Goal? Brauchst du eine extra Einladung? Na los, nimm meine Hand. Schnell, Moment. Den Teil kennt ihr ja noch gar nicht. Los! Worauf wartest du? Hab dich! Goal! Ich fasse es einfach nicht! Bist du es wirklich oder bin ich schon tot? Du wärst tot gewesen sein. Das konnte ich nicht zulassen. Ach, aber Haare abschneiden, das geht. Halt die Schnauze und lass mich dich hochziehen. Halt! Aufhören! Lass den Mann los! Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du ihn fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also, zum letzten Mal, lass ihn los.
Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer. Aber ich glaube, sie blöffen nur. Ihr blöfft nur. Ihr würdet nicht zulassen, dass ich in den Tod stürze. Ich werde ihn hochziehen, ob es euch gefällt oder nicht. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Ganz sicher. Also los jetzt. Hoch mit dir. Hochziehen? Na gut. Tun wir's. Haha. Na, wer sagt's denn? Ich habe es geschafft. Dieses Mal habe ich dich gerettet. Sieht so aus, als wären wir quitt, was? Tja, sieht so aus. Leider hat die Sache einen Haken. Hä? Wieso? Nun, die haben doch nicht geblufft. Hä? Was zum... Hey, wir leben! Die Rückschubdüsen müssen den Fall gebremst haben. Hörst du, Goal? Wir leben noch! Wir... Goal? Goal? Oh nein, nicht doch! Goal! Goal! Akkus auf Tiefstand. Gefahr, Gefahr. Lebensmittel aufbrauchen oder Akkus neu laden. Puh. Was? Was ist los? Ich weiß nicht. Wir sind nicht tot, glaube ich. Offenbar meinten die Utopianer das mit dem Kaltmachen doch wörtlicher als befürchtet. Warnung! Warnung! In 512 Meilen Entfernung wurde ein Plasmasprengkörper gezündet. Thermonukleare Kettenreaktion verbreiten sich mit fünffacher Schallgeschwindigkeit über den Planeten. Strukturelle Integrität der Schrottkruste wird in einer Minute versagen. Warnung! Warnung! Ihr Gefriergut ist in Gefahr. Moment mal. In einer Minute geht die Welt unter? Und ich, Trottel, hab vergessen, die Post abzubestellen. Ach so, die haben uns kalt gemacht. Ja, vielleicht wussten sie nicht, was das bedeutet. Letzte Worte? Jetzt können wir doch noch mal zusammen die Welt retten. Müssen wir den Timbensko aber auch mitnehmen. Wieso? Hast du einen Plan? Hetz mich nicht. Noch ist die Minute nicht um. Sie taut langsam auf. Okay. Also rechnen wir erstmal nach, ob das alles stimmt hier. Sonst kann man sich ja auch nichts verlassen. 512 Meilen, fünffache Schallgeschwindigkeit. Schallgeschwindigkeit 330 Meter pro Sekunde macht ungefähr, lass mal sehen, in einer Minute 3.18.21. Also das kommt ja mal gar nicht hin. Der hat sich doch voll verrechnet. Das sind nur so 21 Meilen pro Minute. Also haben wir so ungefähr 25 Minuten Zeit. Apoka, huh? Dieses Achievement macht auf Deutsch keinen Sinn. Ach, das Chronoka! Das Chronoka, aber natürlich! Immer noch hier geparkt. Na dann... Wie weit drehen wir denn jetzt zurück damit? Denkst du dasselbe, was ich auch denke? Diese Zeitreisen werden langsam gibt es denn keine andere etwas Möglichkeit? Verrückt. Ich sehe keine. Wir werden uns an nichts erinnern, oder? Es ändert nichts daran, dass es eine tolle Zeit war. Ja, das war's. Mach's gut, Rufus. Es war mir eine Ehre, Goal. Doch, Rufus wird sich an alles erinnern. Was für ein Albtraum. Ich war alt und hatte einen Schnurrbart und klang wie Frank Zander. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt und ich habe Deponia in die Luft gesprengt. Entsetzlich. Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, zum Glück ist ja alles wieder wie vorher.
Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. Na dann, das kommt mir jetzt aber vage bekannt vor. Das Feuer ist aus. Kein Wunder, dass ich von nuklearem Winter geträumt habe. Knickerfolie aus dem Postbüro. Was hatte ich damit noch gleich vor? Ach egal, ich lasse sie einfach hier, bis mir wieder eingefallen ist, wofür ich sie brauche. Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann... Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? Na klar. Eine Ecke. Eben. An die Arbeit. Nein, stopp! Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Memo an mich selbst: Vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Aber warum kann er sich denn jetzt dank seiner Alu-Platte im Kopf nicht mehr an die Zukunft erinnern? Vorher konnte er das doch immer. Warum nicht diesmal? Warum nicht diesmal? Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Hey, stopp! Sie können hier nicht parken, Sie! Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Stopp, stopp, stopp! Du willst doch jetzt nicht etwa die ganze Geschichte von vorn erzählen. Aber darum geht es doch. Jetzt, da ich den Stromumkehrer in das Gedankendingsbums geköpft habe, kann ich mich an alles erinnern. Moment, ich bin verwirrt. Hast du nicht eben noch erzählt, du hättest verfehlt? Hab ich ja auch, du Hohlkopf. Und zwar all die anderen zigtausend Male, an die ich mich jetzt wieder erinnere. Aber eben habe ich getroffen. Hast du nicht die krassen Spezialeffekte gesehen? Was denkst du, warum ich so alt aussehe, hm? Da war ich wohl abgelenkt. Der Stromumkehrer hat die Wirkung des Schi-Blux. Shinshuma-Klux. Des Gedankenlesers invertiert. Anstatt zu vergessen, erinnere ich mich jetzt an alles. Erinnerungen an über 100 Jahre der immer gleichen Geschichte. Denkst du etwa, deine Haut würde das besser wegstecken? Das ist doch ein Trick. Fauler Budenzauber. Nichts weiter. Sehe ich so aus, als würde ich tricksen? Ratatatatat. Ich hab Gicht, Mann. Wir haben das Problem komplett unterschätzt. Wir haben es nicht nur mit einer Schleife zu tun. Die Zeitschleife, die ihr mit dem Chrono-Car erzeugt habt, war nur eine kleine Schleife innerhalb einer viel größeren. Und diese größere wiederum hat zwei Schlaufen, von denen die eine viele weitere Schleifen hat. Erst am Ende der zweiten Schlaufe beginnt die große Schleife von neuem. Wovon faselt der Opa? Ich glaube, ich weiß, was er meint. Es ist wie bei einem Pizzakarton, den man in der Mitte faltet, um dann mit einem Stift... Ach, Unsinn, kein Pizzakarton. Es ist eigentlich ganz einfach, nur eben inkompliziert. Das alles hier ist bereits viel tausendfach passiert. Zu oft, um es zu zählen. Und wenn ihr jetzt noch einmal mein Gehirn lasert, wird es wieder und wieder passieren. Ich und Goal, also Goal und ich, werden Deponia retten. Ich werde fallen. Sie wird versuchen, mich aufzufangen. Ihr werdet das Kabel kappen. Goal wird sterben. Ich werde die Welt in die Luft jagen. Goal und ich werden auftauen und die Zeit zurückkurbeln. Dann ist alles auf Anfang. Und ich werde mehr Chronicle kennenlernen. Timepod klauen, Future Goal aus der Zukunft retten, von Elysium absprengen. Und nachdem wir über den halben Planeten und durch die Zeiten gehetzt sind, sitzen wir am Ende doch wieder hier. Der einzige Unterschied? Dieses Mal habe ich mit dem Stromumkehrer getroffen. Und daher weiß ich, das hier ist unsere einzige Chance, den Kreis zu durchbrechen. Ach ja?
Und wie willst du das anstellen? Du siehst so aus, als könntest du nicht mal einen Cracker durchbeißen. In diesem alten Gehäuse? Ha, steckt noch mehr Wind als in deiner ganzen Hose, du Grünschnabel. Ich habe einen Plan. Zuerst müssen wir ihm da das Gehirn löschen, was keinen großen Unterschied machen wird. Hey! Einer muss ja schließlich dafür sorgen, dass Deponia gerettet wird. Sobald er wieder ahnungslos im Ballon schlummert, ist die Zeit reif. Für ein weiteres, brillantes Rohfußmanöver. Na super. Hast du noch mehr solcher Ideen? Wer sind die? Der dir gleich den Oberf aufreißt. Du hast unser Umux ein für alle Mal zerstört. Und die Zeitschleife existiert nach wie vor. Irgendwo in der fernen Zukunft wiederholt sie sich immer und immer wieder. Tja, schön wär's. Da wir euch nicht eingefroren haben, wird dieses Mal auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Der alte Rufus wird Deponia sprengen. Und das war's dann. Oh. Naja. Immerhin ist es nicht dasselbe dämliche Ende wie vorher, was? Nein, das ist doch Quark. Freut euch nicht zu früh. Rufus? Wie jetzt? Noch einer von der Sorte? Welcher Rufus bist du nun wieder? Ich bin der Rufus, den ihr auf Elysium zurückgelassen habt, ihr Vollnasen. Das ist unmöglich. Wir haben dich beseitigt, bevor wir uns um Future Goal gekümmert haben. Habt ihr? Natürlich. Er hätte doch sonst nur wieder die andere Goal aufgehalten. Aber... davon hattet ihr gar nichts erwähnt. Sie kennen ja auch nur die halbe Geschichte. Scheibenkleister! Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Aha. Wie? Moment, was? Ach, diese Zeitschleifen sind mir zu viel. Welcher Rufus war das jetzt, der hinter der Zeitmaschine sich versteckt hat? Und außerdem... wenn die in der Vergangenheit gestrandet sind, wie halten sie denn dann die Kurzhaar-Goal davon ab, Rufus zu retten? Ist das etwa schon vorher passiert? Irgendwas ist anders, aber ich komme nicht drauf, was. Es ist der berühmte Elefant im Raum. Dachtest du wirklich, du könntest einfach so unser Umux stehlen? Falsch gedacht. Du gehörst nicht in diese Zeit. Wir werden dich entfernen müssen. Ach ja? Dazu müsstet ihr mich erstmal fangen. Hey, stopp! Ich sagte... stehen bleiben! Du kannst deinem Schicksal nicht entfliehen, auch wenn es ein umständliches Kostüm trägt und darum leicht aus der Puste kommt. Aha, na, das werden wir ja sehen. Ach so. So, jetzt bist du dran. Nur einen Schritt weiter und ich löse die Selbstzerstörung aus. Schaffst du das auch, bevor wir dich aus diesem Zeitkontext geschossen haben? Gute Frage. Puh, ist das anstrengend. Und weiter. Ziegenmilch? Versteck dich, schnell! Da draußen läuft ein wilder Elefant frei herum. Ich weiß, er ist direkt hinter mir. Oh nein, halt mich fest, Henna. Solange wir uns lieben, haben wir nichts zu befürchten, Henna-Schatz. Stopp! Ich glaube, ich bin in einen Splitter getreten. Du bist so eine Mumox. Eine richtige Mösox! Ja, eine Mösox! Aber eine kleine Verschnaufpause kann trotzdem nicht schaden. Lasst mich rein, der ist Elefanten. Elefantenhaut macht super Tapeten, habe ich mir sagen lassen. Ey, Moment mal, warum kann ich nicht hinten rum? Ach, ich kann. Sehr gut. Okay, los geht's. 1 von 1. Das Unbekannte. Das ist ja mal eine dünne Auswahl. Es gibt offenbar nur ein einziges Portal in Reichweite. Nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Wegfahrsperre? Ich kann keine Milch in den Äther geben.
meine den Motor. Denn er hatte noch etwas zu erledigen. Eigentlich wollte ich die ja lieber hier lassen, aber mir gehen auch langsam die Ideen aus. Und solange ich vorsichtig bin. Hoppla. Scherben? Eine Uhr? So viele Uhrenzeiger. Warum habe ich nur das Gefühl, dass sie mich anlachen? Egal. Bauchgefühl ist Bauchgefühl. Nee. Ohne Werkzeug kann ich dieses Bauchgefühl direkt zum Hintereingang wieder rauslassen. Werkzeug haben wir doch. Da. Hab's. Und jetzt ab in den, zu... Ach nee, ins Klo geht gar nicht. Hab ich dich endlich! Gibst du freiwillig auf oder müssen wir dich gewaltsam aus dieser Zeit entfernen? Na, solange man mir eine Waffe vor die Nase hält, ist es doch sowieso nicht freiwillig, oder? Stimmt auch wieder. Was? Wie? Huch!